Die US-Berichtssaison läuft an und gestern Abend nach Börsenschluss präsentierte traditionell Alcoa die ersten Zahlen für das abgelaufene halbe Jahr. Und wie diese ausgefallen sind, das möchte ich heute wissen von Michael Beck, Leiter Portfolio Management bei Ellwanger und Geiger hier in Stuttgart. Ja, die erste Frage muss eigentlich lauten, wie würden Sie die Zahlen von Alcoa gestern beurteilen? Ja gut, die Zahlen von Alcoa sind besser als erwartet aufgenommen worden, obwohl sie eigentlich weniger schlecht als erwartet waren. Die stark gesunkenen Aluminiumpreise haben ja für einen Umsatzrückgang von 2% gesorgt und einen Gesamtverlust von 119 Millionen Dollar. Wenn man Sonderposten wie Umstrukturierungskosten und Rechtskosten herausrechnet, bleibt ein Gewinn von 76 Millionen Dollar übrig, das heißt 7 Cent pro Aktie. Und das wiederum war 1 Cent besser, als die Analysten erwartet haben. Deswegen sind die Zahlen recht gut aufgenommen worden. Man schaut ja traditionellerweise gern auf die Alcoa-Zahlen, obwohl es der kleinste Wert im Dow Jones Index ist, weil hier diese breit gefächerte Kundenstruktur im Auto-, Luftfahrt- oder Elektronikbereich einen Hinweis gibt, wie die Wirtschaft läuft. Und wenn eben unter dem Strich ein positives Ergebnis verbleibt, dann hat das auch positive Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Im Fokus diese Woche stehen die beiden Großbanken Wells Fargo und JP Morgan. Was ist vom US-Finanzsektor zu erwarten? Ja gut, generell erwarten die Analysten im S&P 500 ein Gewinnwachstum von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr für das zweite Quartal. Für die Banken kann man das eigentlich auch mehr oder weniger umsetzen. Das zeugt ja eher von einem bescheidenen Optimismus. Für die binnenorientierten US-Banken, denke ich, kann man von stabilen Erträgen ausgehen. Die international agierenden Investmentbanken, die ja vom Handel auch abhängig sind, werden aufgrund der Irritationen im zweiten Quartal und der Plaute im M&A-Markt doch federn lassen müssen. Und da kann man durchaus von sinkenden Erträgen ausgehen. Manche rechnen da schon mit 20% Minus im Vergleich zum ersten Quartal. Seit einigen Wochen schwebt ja immer noch das Damoklesschwert der Fed irgendwie über dem US-Gesamtmarkt. Die Furcht vor einer Drosselung der Anleihekäufe geht um. Spielt das jetzt für die Berichtssaison eine größere Rolle? Also für die jetzige Saison nicht, denn da geht es ja eher um die bereits eingefahrenen Gewinne und Verluste. Für das Sentiment der Zukunft ist es schon wichtig. Aber wovon reden wir? Die Fed wird ja wahrscheinlich diese Anleihenkäufe sukzessive zurückfahren und hoffentlich gut kommuniziert und vorbereitet. Wenn es aber nicht gelingt, den Anstieg der langfristigen Zinsen einzudämmen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Unternehmens- und Gewinnstruktur der Unternehmen. Aber ich denke mal, dass das nicht so auftreten wird, denn die Konjunktur in den USA läuft sehr gut. Der US-Staat wird weniger Treasuries begeben müssen im zweiten Halbjahr. Das kann also gut sein, dass das diesen Wegfall der US-Fed-Käufe kompensiert. Also die Fed-Politik wird eher die zukünftigen Berichtszeiträume beeinträchtigen oder beeinflussen als die jetzigen. Blicken wir zuletzt auf den US-Gesamtmarkt. Glauben Sie, dass Dow Jones, S&P 500 von der anstehenden Berichtssaison einen neuen Schub erhalten werden? Also ich denke, dass die moderat wachsenden Unternehmensgewinne eher dafür sorgen werden, dass das aktuell vorherrschende Aktienkursniveau gesichert werden kann. Doch die etwas nachlassende Weltkonjunktur, insbesondere aus China heraus, also die nachhaltigen Probleme in der Eurozone und der zuletzt wieder erstarkende US-Dollar sorgen meines Erachtens schon dafür, dass die US-Gewinne nicht in den Himmel wachsen können. Also ich gehe mal für die nächsten Monate von einer ausgeprägten Seitwärtstendenz aus mit Schwankungen unterhalb und nahe der alten Höchststände. Michael Beck, Leiter Portfolio Management bei Ellwanger und Geiger. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.